Herzlich willkommen in Ichenhausen, in unserer mit 105 Jahren vergleichsweise jungen Stadt in Bayerisch-Schwaben in der Mitte des Landkreises Günzburg. Über 9000 Menschen leben in unserer attraktiven Kleinstadt und in den Dörfern drumherum. Die Menschen leben gerne bei uns, das zeigt der stete Zuwachs. Und auch der Gemeinsinn wird gepflegt. Über 100 Vereine und andere ehrenamtliche Organisationen sind bei uns aktiv. Da kann sich jeder einbringen in den verschiedensten Bereichen. Von der ehemals zweitgrößten jüdischen Landgemeinde in Bayern zeugen der jüdische Friedhof am Stadtrand und auch die ehemalige Synagoge in der Kernstadt, heute unser Haus der Begegnung. Dort wird zu vielen kulturellen Veranstaltungen eingeladen. Im unteren Schloss der Stadt da befindet sich das Bayerische Schulmuseum. Das ist ein Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums. Ein Keltengehöft östlich von Ichenhausen führt zurück in das Jahrtausend, bevor die Römer in unsere Region gekommen sind. Spannend ist auch das Ikonenmuseum und das Brauereimuseum in unserem Stadtteil Autenried. Beides zeugt vom kulturellen Angebot in unserer Stadt. Ein echter Geheimtipp für Sie ist das städtische Freibad an der Günz. Es ist ein Flussfreibad und nur eines von ganz wenigen in Bayern. Stolz sind wir in Ichenhausen auf unsere erfolgreichen mittelständischen Unternehmen. Die sorgen für mehr als 2500 Arbeitsplätze. Unser größter Arbeitgeber ist die M&I Fachklinik. Deren Leistungsspektrum reicht von der medizinischen Rehabilitation bis zur Akutmedizin. Ichenhausen ist eine wunderbare Stadt mit total lieben, freundlichen, engagierten, fleißigen Menschen. Wir haben eine tolle Infrastruktur. Wir dürfen stolz sein auf unsere Dörfer Autenried, Deubach, Hochwang, Ochsenbronn und Rieden. Und ich freue mich nun auf ein Wiedersehen mit Ihnen in unserer schönen Stadt.